Hallo, es gibt 130 Millionen Menschen, die weltweit Deutsch als ihre Muttersprache oder als Zweitsprache sprechen. Und damit ist die deutsche Sprache auf Platz 11, auf der Liste von den meistgesprochenen Sprachen der Welt. In der EU, also in der Europäischen Union, ist Deutsch die meistverbreitete Muttersprache. Das heißt, Deutsch als Muttersprache wird am meisten gesprochen in der Europäischen Union. Deutsch wird in Deutschland gesprochen, in Österreich, in der Schweiz und in Liechtenstein. Österreich, Schweiz und Liechtenstein und in Belgien und in Luxemburg. In diesen Ländern ist die deutsche Sprache die Amtssprache, das heißt die offizielle Sprache im Land. Aber in manchen dieser Ländern ist Deutsch nur eine offizielle Sprache, zum Beispiel in Belgien oder in der Schweiz. Klar, in der Schweiz wird auch Französisch gesprochen. Das heißt, es gibt mehr deutsche Muttersprachler als englische Muttersprachler in der EU. In anderen Ländern, gibt es 7,5 Millionen Menschen, die offiziell Deutsch sprechen. In 42 anderen Ländern. Zum Beispiel in den USA sagen 45 Millionen Leute, dass es die deutsche Sprache in ihrer Familie gab oder gibt. Und 1,4 Millionen davon sind deutsche Muttersprachler. Auch in Russland und Rumänien und Namibia gibt es viele deutschsprachige Gruppen. 15,4 Millionen Menschen weltweit lernen Deutsch und die meisten davon in der EU, in der Europäischen Union. Aber insgesamt 289 Millionen Menschen haben irgendwann mal Deutsch gelernt. Aber im Moment lernen 15,4 Millionen Menschen Deutsch. Nach Englisch ist Deutsch die zweitbeliebteste Sprache in der EU. Alles klar, bis dann!